Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Visage. Mikrofon ist an, jawohl. Ja, was für eine große Kackemiete ist das denn jetzt hier? Wir haben zwei Kerzen, ein Feuerzeug und ein paar Pillen. Und eine Schallplatte. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt machen müssen. Ich weiß nur, dass wir ziemlich am Arsch sind. Ey, was soll denn die Scheiße? Ich fange hier gerade an, nicht mal zwei Minuten gespielt, bewege mich zwei Meter und das Ding killt mich? What the fucking hell soll das? Wie soll das gehen? Wie soll ich mich denn überhaupt in dem ganzen Haus in irgendeiner Art und Weise fortbewegen können, ohne dass ich sofort gekillt werde? Und ich weiß überhaupt nicht, was ich tun soll. What the fucking hell? Was zum Geier nochmal? Wie soll denn das gehen? Können wir das mal erklären? Kann ich da... Ey, wie soll das funktionieren? Leute, wie soll das funktionieren? Das ist doch die Schallplatte. Die Schallplatte ist weg. Ich hatte doch eine Schallplatte in der Hand. Die ist hier irgendwo. Ich höre sie ja... Also ich komme hier ja nicht weg. Ich würde gerne die Kerze hier in die Hand nehmen. Hier. Ich habe keine Ahnung, wie soll ich das machen? Wie soll ich da weiterkommen? Selbst mit brennender Kerze und hellen Fernseher. Klar, die Kerze ist natürlich nicht da. Die Schallplatte habe ich natürlich auch nicht.
keine Ahnung, was jetzt passiert. Okay. Today there's no special. Sorry. Kein Problem. Today there's only one thing with a discount. Beers. Yeah, beers are the only things with a special price today. Ist okay, nehme ich. Not the cheese, not the soups, not the tomatoes. Nothing. Nothing but beer. Ist okay. Good day, everyone. Today. Heißt es, ich muss jetzt Bier einkaufen? Today there's only one thing with a discount. Beers. Yeah, beers are the only things with okay. A special price. Okay, hab verstanden, wir müssen Bier einkaufen. Not the cheese. Wo ist denn Bier? Not the soups. Not the tomatoes. Nothing. Nothing. Wo ist denn das Bier? Kann ich rückwärts gehen? Ja, doch, ich kann auch nochmals rückwärts gehen. Ich sehe kein Bier. Oh, das sind das da vorne, die Kisten. Ist das alles Bier? It's a beautiful evening. Grocery store is the place to be right now. We've got all your needs for food, especially drinks, covered. It's awesome. A beer would be nice, wouldn't it? It would fill that void in your soul, wouldn't it? Nimm alles Bier mit, was da ist. That's a good idea. So. Get some beers. Wie viel können wir denn reinnehmen? So there's no reason not to. Wie viel geht denn in den Einkaufswagen rein? Maybe two. One for the evening, one for later tonight. Maybe more, since there's a special price. Verrückt ist das denn? Mehr können wir nicht nehmen. Dein Einkaufswagen ist voll. Okay. You know you want, need more beers, Dwayne. Was soll das? Was sollte das jetzt mit dem Bier? Ups. Okay, wir sind unten im Fernsehraum. Er schaut nur ein ganz wenig anders aus. Vor allem die Tür hier ist anders. Die Bilder sind gleich.
Ist das Lucy? Da auf dem... auf dem Bild, dem Fernseher. Trinken. Und dann, Prost! Hau rein! Sarah, it's time for bed now. Daddy? I want a story. Oh, scheiße. I think it would be great if you told her a bedtime story, Twain. It's been a while. Okay. Haben wir wohl lange nicht getan. Tun wir wohl auch nicht. Wir trinken lieber Bier. Daddy? Are you just going to ignore her? Always ignoring us, glued to your fucking beers. You don't talk, you don't sleep in the bedroom, you don't get out at all, you just don't care, do you? Why don't you just leave? Mom. Nicht gut. Wir waren wohl kein guter Vater. I don't you like that guy. Talk to me. It used to be so good to us. Da war wohl eine Glasscherbe drin im Bier. Oder ein Spiegel. Hat uns unsere Frau umgebracht? Egal, wir trinken weiter. Komm, gib dir noch einen. Oh ne, doch nicht mehr. Okay, das geht. Und jetzt? Okay, die Tür ist wieder normal, sage ich mal. Aber auch hier gibt es keine Schalter mehr. Ne? Keine Lichtschalter, nirgendwo mehr. Ach, was für eine Scheiße. Keine Ahnung, wo wir hin müssen. Scheiße mit dem. Oh Gott. Oh Gott, wie ich das hasse. Das ist schön. Das freut mich. Deswegen lagen hier auch überall diese Bierdosen rum, oder? Ich weiß nicht, was wir tun müssen, was unsere nächste Aufgabe ist. Sollen wir raufgehen? Hier ne, schauen, ob wir irgendwie eine Nachtgeschichte erzählen können? Ich überlege gerade, wo ich hier überall eine Kerze platzieren soll. Wie viel habe ich denn? Ich habe 2 Kerzen nur. Meine Hände sind voll. Nicht nur meine Hände. Soll ich hier eine Kerze hinhauen? Obwohl, hier geht's noch, ne? Wir haben ja noch ein Feuerzeug, haben wir ja auch noch. Oh Gott, ist es dunkel hier.
Boah, das ist echt mega fies. Meine Nerven, echte. Das hört sich so komisch an. Scheiße, wir sind tot. Ich hänge fest. Ich komme nicht weiter. Schaltest du Lichter ein und aus? Du kannst keine Lichter ein und ausschalten. Es gibt keine. Toll, da ist die Glühbirne kaputt. Da hätten wir mal ein Licht, das wir einschalten können. Da geht die Glühbirne nicht. Ich habe natürlich keine Glühbirne dabei. Warum auch? Ich traue mich nicht raufzugehen, hey. Kann ich hier nicht mal... Okay, ich glaube, wir müssen öfter speichern jetzt. Also in dem Kapitel müssen wir irgendwie speichern. Es gibt leider keine Schnellspeicherfunktion. Ich glaube, auf dem PC gibt es die wohl hier nicht. Aber ich glaube, wir müssen öfter speichern, weil sonst wird das ein endloses Ding, wenn wir jedes Mal beim Speicherpunkt anfangen, wo der uns das letzte Mal gespeichert hat. Und das ist ja nicht unbedingt vom Vorteil. Na wa? So. Ich versuche raufzugehen. Ich weiß nicht mal, wo ich hier eine Kerze hinstellen könnte, ne? Hier kann ich eine reinmachen. Warte. Nein! Der schwarze Mann hat die Tür zugemacht. Ich
Ich höre dieses Arschloch. Entschuldigung. Also das ist echt nicht gut. Das ist eine Tür. John and me. Da kann ich eine Kerze hinstellen. Aber hier habe ich zumindest ein bisschen Licht. Ich weiß nicht, ob ich da eine Kerze hinstellen soll. So, was muss ich jetzt? Kann ich da was? Leerer Vogelkäfig. Gott, wir sind gleich wieder tot. Warte, ich kann nicht mal speichern. Ich kann nicht mal speichern. Ich will das nicht mehr spielen. Ah! Fuck! Da hinten ist sie. Ey, so oft sind wir bisher nicht gestorben in dem Spiel. Es ist echt mies.
So, was sind wir jetzt? Ach du Scheiße. Ganz am Anfang. Wenn ich wüsste, was wir suchen. Suchen wir überhaupt was? Okay, wir suchen den Schlüssel zum Käfigraum. Verarschen, oder? Kann ich speichern? Ist das fies, ey? Ist das ein Scheiß? Warum ist das Licht aus? Oh, Scheiße. Ich hab ihn. Oh, Scheiße. Ja, was denn nur jetzt? Links oder rechts? Schalt dich mal. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Scheißdreck nochmal, was meine Nerven. Käfigraum. Okay, das andere war auch schon ein Käfigraum, da waren auch schon so viele Käfige. Was? Ein Holzvogel und ein Radio im Holzvogel? Ein Radio im Käfig? Und der Holzvogel macht Pipi? Entschuldigung. Aber wir können nichts machen, ne? Klemmt! Nicht dein Ernst! Dir klemmt!
Der geht nicht. Was müssen wir machen? Oh, die Tür ist weg. Die fucking Tür ist weg. Der Vogel ist weg. Ah. Killt sie gerade den Vogel? Hat sie gerade den Vogel gekillt? Ach du Scheiße, wie krank ist das denn? Die ganzen Spielzeuge sind in der Wand drin. Mach mal zu hier. Ein Auge. Fotos, Polaroids. Ein Loch. Hilfe, ich will hier raus. Ich will dieses Spiel einfach nicht mehr spielen. Kann ich die Polaroids anschauen? Kann ich nicht. Kann ich hier irgendwas machen? Oh, wie süß, ein kleines. Das sind kleine Holzvögel drin. Die kleinen Schränke, wie süß. Sind es jetzt mehr Augen? Waren es vorher weniger? Heißt es, soll es heißen, ich kann mit dem Fotoapparat den töten? Weil er hat so tote Augen. Ah, ich kann dem schwarzen Mann mit dem Blitz blenden. Und dann sieht er nichts. Deswegen die Augen und deswegen diese X-Augen und Foto. Damit kann ich mich gegen den anscheinend eventuell gegebenenfallsweise irgendwie verteidigen. Okay. Und wir sind zurück im Haus. Kann ich jetzt speichern? Ich kann doch immer nicht speichern. Oh, es ist gemein. Nein, wir sind noch nicht zurück im Haus. Das geht wieder nicht. Da ist der drin. Da ist er. Ich sehe ihn. Okay, Leute. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Er hat gerade gespeichert. Erstmal, das war das erste Grusel. Ich gehe mal kurz runter ins Licht hier ein bisschen. Das war der erste Teil von Lucy. Oder vielmehr der zweite Teil von Lucy, aber der erste Teil, wo es so richtig heftig ist. Hä, das ist mega kacke. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich glaube, ich kann nur eine Folge aufnehmen. Und brauche dann wieder 5 Tage Pause. Das machen meine Nerven nicht mit. Ich bin ein alter Mann. Komm hier denn da hin?
Scheiße. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn meine Nerven sich wieder beruhigt haben. Bis dahin, macht es gut und ciao, ciao.